Sorry, Terste. Richtig gute Runde. Alles gut, aber war sehr unterhaltsam. Die Messer werden neu gewetzt. Mhm. Viel Spaß. Neue Runde, neues Glück. Viel Spaß. Oh, schon wieder. Schnell weg. Keiner. Die Runde hat ja noch nie mal angefangen. Ich bin einfach in allen Runden bis der Lover gewesen übrigens. Du hast ein Bait getötet. Ich bin da als Chamäleon 3 Sekunden davor unsichtbar gegangen. Das haben auch ganz viele Leute gesehen. Die sind alle durch mich durchgelaufen. Bei Lights Out können wir das nicht gesehen haben. Mal wird das Chamäleon sichtbar, wenn er killt? Ja. Nein. Außer er moved. Doch, ja, er ist ja, 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 aber je nachdem, wie er tötet. Malöris ist auf jeden Fall Chamäleon. Das kann man ja, glaube ich, sagen. Oder das ist ja nur ein Modifier. Da kannst du nichts machen. Ich habe gesehen, noch wie er unsichtbar geworden ist, bevor Licht ausging. Ja, ich habe auch genau gesehen, wie sie gestorben ist. Sie ist einfach geplatzt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie an mir geplatzt ist, weil sie wirklich 1 Meter vor mir geplatzt ist, oder ob in der Meute jemand zugebissen hat. Moment, also da wenn du stillstehst als Chamäleon nicht. Und dann killst und dich dabei nicht bewegst, dann... aber wie hoch ist die Chance? Wenn du als Warlock killst ohne dich oder als bewegen? Vampire, also wenn Vampir, du als Vampire Warlock. Oder Warlock killst. Okay, das stimmt. Aber Dasher hat... oder wer war gerade da und hat mich beschuldigt? Der müsste auf jeden Fall gesehen haben, dass sie gerade hingelaufen ist und geplatzt ist. Vor mir, also... Ich bin mit Dalu ziemlich weit vorne gelaufen. Dann hast du vielleicht auch noch gesehen, dass Malöris unsichtbar geworden ist? Oder warst du nur vor mir? Ich habe es so noch gerade mitbekommen. Deswegen wusste ich, dass er Chamäleon ist. Ich hatte aber auch überlegt, was ist, wenn er Killer ist und sie einfach den letzten ab. Aber es wird ja sichtbar werden, wenn er sich bewegt. Die Quietscheente und die Katze könnten Maloris gecursed haben als Warlock. Dankeschön. Ja, könnte ich ja auch. Ich auch. Aber ja, du sind wirklich fast alle durch mich durchgelaufen am Anfang, ne? Also und auch wenn du unsichtbar bist, kriegst du sozusagen die Curse-Möglichkeit. Stell dich mal, das ist ja voll die krasse Kombo, ne? Du bist, stell dich mal vor, Warlock? Du bist, Warlock und hast einen Lover, der Chamäleon ist und du curst den und der stellt sich irgendwo in die Mitte rein und dann tötest du einfach auf Range. Boah, das war heftig. Bam. Also das ist gerade passiert, Bliss. Starke Runde von dir. Danke. Und dann direkt beim ersten Kill. Ich gesse mich selber mal auf Warlock in 3, 2, 1. Okay. Nein, mach nicht. Okay. Oh, das wäre schon ein bisschen lustig gewesen. Du hast dich nicht bewegt, mein Loris. Das ist ein bisschen. Ja, weil ich schauen wollte, was passiert. Sie ist ja geplatzt. Sie ist wirklich ja 1 Sekunde davor geplatzt und ja, habe ich auch reported. Dann bleibt man doch nicht stehen unsichtbar und. Ja, ich habe ja auch dann reported. 1 Sekunde danach. Es war um 50-50, Jeff. Nicht mal als Reaktionszeit, oder? Soll ich mich erst bewegen vom Reporten, oder? Ein bisschen. Ja, gefälligst. Über die Leiche. Wenn jemand an der Leiche auf einmal aufploppt, ist das auch gar nicht sass. Ja. Bin mir da nicht ganz sicher. Bleib mal, oder ich versuche mal, mich an Vivi ranzuheften. Weil ich gerne überleben würde. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Items ist bei mir. Das ist ganz cool. Vivi ist wohin genau? Okay, Balkon, Cafeteria und Greenhouse sind Leute. Jeff und Smaggy sind hier. Julie, Jeff, Smaggy, Julie, Shelly, Vivi. Da liegt ein Franz tot auf dem Boden. Da liegt ein Franz auf dem Boden. Ich hab ihn aufgehoben. Ich hab noch eine Frage. Sieht man seinen Modifier wieder? Weiß man, wenn man was hat? Ja, oder? Ja. Du kannst nur einstellen, dass die Sachen, die quasi nach dem Tod getriggert werden, nicht angezeigt werden, damit Leute nicht Bait oder sowas auscallen. Okay, das heißt, man weiß, wenn man ein Chamäleon ist. Das ist genau. Ja. Kann man als böser Chamäleon werden? Ja. Warlock-Chamäleon. Auf Malöris? Nee, das wäre aber krass. Ja, warte mal, aber das ist Warlock mit Chamäleon wäre wirklich die beste Sache, was hier passieren kann, weil keiner sieht, dass du rumstehst. Du stellst dich jedes Mal aber keiner sieht dich. Und sabotierst Reaktor.
Aber keiner sieht dich, ne? Aber dann hätte Maloris ja den Bait getötet. Bist du das Achievement holst? Immer wenn zwei Leute da hochgehen, stirbt einer und keiner weiß, wer es war. Es fällt ja schon irgendwann auf, wenn man einfach nie gesehen wird und dann dauernd Waterkills passieren. Nee, dann kannst du theoretisch einfach immer auf den NG blame, ja. Im Y links unten liegt die Leiche. Oh. 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 Standen gerade nämlich drei, vier Leute in Admin. Rechts unten habe ich Terste gesehen. Ey, Julie war es nicht, Leute. Ja. Hast du sie wieder töten sehen? Oder? Nee, ich habe sie ja nie töten sehen. Das war ja auch Nee, natürlich nicht. Sie wurde Cops genommen. Also ich habe Maloris gesehen, der stand rum. Ich weiß auch, wo Maloris steht. Ich habe die Schächte überwacht. Aber ich habe einfach so einen leeren Raum mit Q-Spam laufen. Nur das kommt nicht mehr. Wir standen gerade noch in Admin. Maggie stand da und? Mhm. Ich meine, es waren einige. Das müssen doch alle sein, die Vivi, Shelly, Smaggy. Meine Katze war mit mir noch im Greenhouse, hast du nicht gesehen? Ja, so, und dann habe ich gleich mit euch zusammengefixt und dann bin ich nach unten gelaufen und gleich gefunden. Ich war auf dem Balkon und Julie ist vom Balkon in Cafeteria gegangen. Es kann sein, dass sie den Kill gemacht haben kann, wenn ihr oben in Admin gewesen war. Nee, kann nicht sein, ich bin Admin. Ich habe auch Julie im Admin gesehen. Ja, aber erst später, du warst nicht am Anfang. Ich stehe gerade auf Shelly im Admin-Table. Ja, aber du kannst jetzt schon einen Shelly. Kill gemacht haben. Nee. Nicht? Nee. Dann glaube ich dir. Ich krieg immer ein Boot, ne? Langsam, kein Sassy, Leute. Mehr. Sorry, ist halt mein Job. Keine Angst, nächste Runde kriegst du drei. Okay, frei. C3, nehmen wir mit. Plopp. Vivi! Das ist zu gefährlich, wenn wir hier alleine rumlaufen. Sakuri, Shelly und Dasher laufen hier rum. Scheiße, wir sterben doch hier gleich wieder. Vivi! Items. Smaggy und Jeff. Oh. Ja, ja, jetzt hab ich ihn gefunden. Ja. Interessant, hör mal. Ah, warte mal, Maloris. Scheiße, ne? Der war mit jemandem. Ich war bin der an böse? Beiden vorbeigelaufen. War der ich böse? Weiß aber nicht mehr, ich hab zu wenig gesehen. Keine Ahnung. Also ich stand jetzt mit Sakuri Horway an einem Kabel, richtig? War mal Loris böse, meint ihr, oder nicht? Ich glaube nicht. Nee. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er den ersten Kill reported hätte, außer es wäre zufällig der Bait gewesen. Glaube ich auch. Das glaube ich auch. Weil wenn er böse gewesen wäre und sein Teammate hätte ihn gekillt, hätte er nicht reported. Wenn er böse gewesen wäre und er hätte gesehen, wer der Killer ist, weil er Jackal ist, hätte er nicht reported, dann hätte er den auch töten können. Oder weißt hätte du, was gesagt. Er wird du hast ja gesehen, wo er unsichtbar gegangen ist. In der zweiten Runde, in der ersten Runde wurde er auf dem Teppich, wo die Bilder hängen. In der zweiten Runde im Y unten rechts am Wend. Teppich, wo die Bilder hängen? Also ja, dieser lange Gang halt einfach. Wo man O2 fixt? Ja, ungefähr da, ja. Okay, also die Leiche liegt gerade im Reaktor. Mhm. Und ich weiß, als Maggie war zu Anfang da und dann kam Dalu noch dazu, ne? Genau, ich stehe an Simon Says um. Genau unter dir liegt die Leiche, Dalu. Ich stehe ja an Simon Says oben wieder in dieser Reaktor-Bubble. Also ich stelle mir ja da immer so halb unsichtbar rein. Dann muss er ja an der Unterseite stehen, oder nicht? Oder ja, noch da drunter. Simon Says, ja. Also ja, dann müsste, da war Smaggy aber dran, also an Simon. Smaggy müsste das ja einfach callen können. Ja, ich bin aber schon aus der Schleuse gelaufen. Ich wollte sagen, ja, ich bin da ja und dann habe ich natürlich, nachdem Smaggy weg war, den gekillt, damit das jetzt nicht auf mich zurückzuführen ist. Oh. Oder so hast du dich so gut versteckt. Wir wissen ja, Smaggy ist schon mal älter, ne, der sieht ja auch schlechter. Ja, vielleicht hat Smaggy das ja nicht gesehen, ne? Dass du dich da versteckst. Nee, muss dann einfach in Lightsart passiert sein. Also Terce, dass du jetzt hier so die älteren Leute blamst, ne, ist schon schwierig. Wer ist der Alte? Maggie und ich sind beste Freunde. Warte. Hast du gerade ältere Leute Blames gesagt? Ja, wer ist der Alte denn? Hört dich der Anglizismus dahinter, oder? Ich frage mich, wen Shelly damit meint, mit älteren Leute Blames. Ja, Shelly, sag mal, wer ist da noch mit gemeint? Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Smaggy. Oh, Shelly, jetzt kommst du gleich. Kein Problem. Oh, Shelly. Ich glaube, sie fliegt. Mist.
Ich hab geskippt, Charlie. Hallo, hallo, ihr habt mir drei Votes versprochen. Wo sind die? Ich hab drei Votes gesagt. Null Ahnung. Null Ahnung, wer Imposter ist. Schon wieder. Null. Oh. Wer hat den reported? Oh! Der war 3 Sekunden alt. Und wer hatte den reported? Oh, wir haben einen Trickster. Shelly, wohin? Vivi. Hallo. Hi. Hallo, Kuckuck. Hallo, ich hab Dasha gefunden. Hallo. Hallo. Auf dem Boden? In der Luft nicht, oder? Wo hast du ihn gefunden? Discher. In der Dekon oder draußen oben im Reaktor? In Dekon. Oben an der Tür. Dann ist er nicht weit gekommen. Weil wir haben ausgewechselt, ich bin raus, er ist rein. Dann ist da wahrscheinlich jemand irgendwie reingewendet. Und ich habe gerade am Ende noch an den Kabeln, wen habe ich an den Kabeln gesehen bei den Y? Mich. Achso, an den Y-Dingern. Nee, ich war oben im Reaktorraum, also ja, oben rechts ins Greenhouse gegangen. Wahrscheinlich. Ja, okay. Ich war. Also ich habe gesehen, wie Jeff sozusagen rausgegangen ist. Ich habe natürlich nicht gesehen, dass er die Tür aufgemacht hat, aber wieder jawohl. Mhm. Ich versuche die ganze Zeit, jemanden so kurz im Vent zu fischen wie Terste letztens, aber es klappt nicht. Da wendet keiner rein. Gerade, wer war denn alles im Reaktor? Dalu war im Reaktor? Der könnte oben den Kill. Items, oder? Ich war auch im Reaktor. Ja, links oben. Und ich war am Ende übrigens sauer, weil ich es immer noch nicht geschafft habe. Aber Jeff wäre einfach ein Vent gehüpft danach. Der wäre nicht einfach rausgelaufen. Wenn ich wieder um die Map laufen muss, werde ich irgendjemanden beißen. Aha. Der könnte dich auch rausbauen, dann kannst du fliegen. Er kann fliegen? Dann würde ich rausbauen. Das ist richtig. Dann bin ich bengalische Flugkatze. Oh Gott, das Sprachzentrum geht gerade nicht mehr. Ich gehe mal tschüss. Tschüss. Du hast auch einen Toast im Mund. Ja, schwierig. Ja, so rein so auf der Liste der Verdächtigen kann man Jeff natürlich auch packen, ne? Ja, klar, gleich. Terse, wenn er getötet hat und einfach, ja, muss er ja gar nicht. Kann ja auch einfach getötet haben und weitergelaufen sein. Nee, dann hätte mich Fless mit in der Dekon rauskommen sehen, wo Dasher war, weil wir haben getauscht. Ich habe Fless, wo haben wir uns gekreuzt? Ungefähr bei Communications, ungefähr auf der Höhe, haben wir uns gekreuzt. Deswegen dann müsste... Okay, wenn du mich bei Kabeln siehst, hättest du da nicht killen können, außer es wäre halt Vampir. Ja, Moment, aber die Leiche liegt doch in Dekon. Oben an Dekon, meint er. Ja. Ja, du gehst Dekon rein, killst, gehst unten Dekon raus, siehst Vlaes. Ja, das hättest du dann aber gesehen, Dalu. Weil ich bin da reingelaufen, wo du da oben standest. Ja, aber also was ich halt nicht weiß, in dem Dekon-Gang, da drüber im Reaktorraum oder... Im Dekon-Gang. In Dekon, ja, dann drin. Wie soll ich das dann sehen, Jeff? Ich hab dich ja nur da drüber gesehen. Ich hab dich ja nicht im Dekon-Gang gesehen. Und diesmal war ich alleine. Okay. Es kann schon sein, dass Dalu da einfach reinsticht und trollt. Weil wer die meisten Votes bekommt, gewinnt, oder? So, jetzt muss ich irgendwie bei Vivi bleiben, glaube ich. Ja, Jeff ist sehr, sehr sass. Würde ich behaupten. Ich werde aber gar nicht dazu kommen. Ich werde nicht dazu kommen, ja, ich weiß halt nicht. Nee, so 5, ja, dann. Ja, dann hätte das schon... Dalu? Hätte das schon Dalu sein können. Items. Ja! Was denn? Wer von euch beiden hat Shelly gebissen? Gebissen? Hä, Items ist bei mir gerade. Also, Items also, ist bei mir gerade. In Mad Bay. Gebissen ist ja dann egal, wo die... Warte, ich Moment, bin, ich Items bin ist niemals Mad Bay. Warte, was? Also, nee, warte, sorry. Nee, nicht Mad Bay, Laboratory, sorry.
Ich weiß nicht, ob das interessant ist, aber wir haben einen Trickster, der einen Lawyer hat und einen Arsonist ist auch drin. Wir haben einen Trickster, der einen Lawyer hat und einen Arsonist ist auch drin. Okay, gut. Trickster, aber wir haben auch anscheinend einen Vampir, weil Shelly einfach geplatzt ist beim Reaktor links. Ich war nicht in der Nähe, den Text genau vor. Ich glaube eher, dass Shelly auf euch geschossen hat. Nein, die stand komplett alleine, sie ist geplatzt. Aber wenn wir Vampir hätten, dann würdest du auch voll gut für den einen Kill in der Dekon. Ist sie an jemandem geplatzt oder einfach nein, so? Nein, sie stand komplett alleine an diesem Teil, wo man hoch und runter die Schalter macht. Und dann ist sie einfach geplatzt und niemand war da. Wie lang ist der Kill her? 3 Sekunden. Wir haben einen Waff, der einen Lawyer hat. Mhm. Ein Trickster, der einen Lawyer hat. Oder war der Call und ein Arsonist? Yeah. Trickster, der einen Lawyer hat. Trickster-Box liegt ja auch in der Y-Kreuzung, habe ich gerade gesehen. Der Arsonist ist aber das größere Problem, weil einen Killer haben wir gar nicht gerade. Ich glaube, Dalu ist Vampir und ich glaube, Items ist Trickster. Weißt du was? Ich habe keine Ahnung. Wir haben gerade eine Dreierauswahl zwischen den Leuten oben in Reaktor. Ja, wenn es einen Vampir gibt. Das heißt Trickster und Vampir, richtig? Ja. Wenn es einen Vampir gibt, finde ich, sind die Kills auch relativ langsam, dadurch, dass du keinen Nachteil hast. Jeff, ich habe gesehen, dass du mir hinterher portest. Hätte ich Shelly beißen sollen, wenn wir beide dran vorbeirennen? Ja. Ja, und es kann auch wieder sein, dass du einfach gekillt hast. Wie habe ich denn den Kill davor in Deacon gemacht? Hast keine Ahnung. Da warst du ja auch wieder. Vielleicht war ich ja da schon weg. Du hast einfach gekillt und die gleiche liegen lassen und bist nach oben links zum Reaktor gelaufen, wo Item stand oder so. Nee, ich war nicht in Deacon mit rein. Also für mich ist es hier Julie eindeutig. War knapp. Also das ist wahrscheinlich dieses Lawyer-Ding. Trickster, Lawyer und der andere. Die drei Imposter haben auf mich gewotet. Ich bin cool mit, also da hatte ich auch keinen Imposter gewotet. Ja, das war mir alles ein bisschen zu gefährlich. Ich wollte noch mal ein bisschen länger mit euch reden. Okay. Okay, dann erzähl mir das. Ja. Jeff, du sagst dann dauernd Vampir, ne? Vampir, Vampir, Vampir. Weil Leute nehmen die umfallen. Du hättest aber locker die Kills machen können. Also Dalu und du. Auch für den einen Deacon. Ja, klar. Das ist für mich beides Hass. Das Ding ist, es gibt eine Sache, womit ich vielleicht Dalu rausnehmen kann. Aber ich will das nicht callen, sonst müsste ich seine Rolle callen. Reicht schon. Ich weiß, was ja, ne? du sagen willst. Ja. Okay, dann würde ich Dalu eigentlich dafür eher rausnehmen. Vielleicht bist du ja der Lawyer. Aber nee, Dalu ist ja auch zass für einen Kill, ne? Für keinen. Nur für den jetzt mal, vielleicht. Lass seine Theorie weiter fortführen. Er hat okay. Ja, aber wir haben doch einen Trickster mit Lawyer drin, oder nicht? Ja. Nach Call von Vivi, ja. Nee, das war nicht Vivi, das war Sakuri. Ja. Alles gemeint, kleine Katze. Hey, man muss es nur mit Selbstvertrauen sagen, vielleicht stimmt's ja. Es tut mir auch immer sehr leid, Sakuri und Vivi. Erzähl weiter, Fless. Ihr habt beide wundervoll unterschiedliche Stimmen. Ja, ich würde gerne rausfinden, wer hier Killer ist, damit wir eine Person mal kicken können. Smaggy, warum kannst du Dalu rausnehmen? Soll ich dir das jetzt einfach so, soll ich einfach sagen, ja, okay, Smaggy hat gesagt, das stimmt nicht? Pass auf, ich kann dir sagen, warum. Es ist ja eine weitere Crewmate-Rolle gerade schon bekannt. Wenn Jeff die ganze Zeit lügt und es gibt nie einen Vampir und es gibt einen Trickster und es gibt einen Evil Guesser und wir callen jetzt zwei gute Rollen, dann ist das schon ganz schön knapp bei 9 Leuten. Und wenn es auch noch einen Lawyer gibt, dann ist sogar eigentlich schon Ende, wenn jetzt die beiden Guten rausfliegen, wenn sie gegessen werden. Es gibt noch einen nice Guesser im Übrigen. Ich bin halt auch gut, wenn du mich jetzt rausvotest. Weil ich hab so gesehen, dass Shelly geplatzt ist. Ja, ist wirklich aber an niemand. Guck mal, Jeff, weißt du, was mein Problem ist? Gutes Timing, weil wir haben den Teleporter benutzt, ne, Dalu? Dann ja, genau. Bist du so Katze gelaufen und in der Zeit kann ja jemand mal aus dem Vent gesprungen haben, sie gebissen haben und wieder in den Vent das gesprungen. Das kann natürlich, aber erstmal war Licht aus zum Ende hin, ne? So, ich fange einfach mal auf Items an, mal gucken, ob das Trickster auf Items. Schade. No, was? Jetzt weißt du meine Rolle, Dalu, warum ich das gesehen habe. Warte, waren die Lava und Bless ganz riskiert. Moment, dann verlieren wir jetzt. Egal was jetzt, weil es gibt ja, wenn. Ja, ich bin raus. Okay. Ich bin nicht raus. Oh
Aber es ist, glaube ich, dann trotzdem vorbei. Wenn es zwei Böse gibt und einer hat einen Lawyer, sind die zu dritt, dann sind wir jetzt drei gegen drei, ja, dann ist jetzt hoffentlich Ende. Hoffentlich ist jetzt ein Böser raus. Ja, klar. Ja, ich muss es irgendwann probieren, weil wir die ganze Zeit auf Jeff und Dalu hängen und irgendwann voten wir einen von den beiden, wenn das falsch ist, ist es sowieso vorbei, sprich. Das war so die letzte Chance, glaube ich, die wir hatten. Problem ist, Maggie sagt, ich kann Dalu rausnehmen, aber das ist halt schon wieder so ein, was sollen wir damit anfangen, ne? Und in Wirklichkeit war es Maggie selbst, der die ganze Zeit die Leute gebissen hat. Ja, und Julie war Trickster, hätte man jetzt nicht, weiß jetzt nicht, ob man da irgendwie drauf kommen hätte können. So, Trickster Light wurde nie benutzt, glaube ich. Vielleicht hätte man da sagen können, ah, okay, Items hätte es wahrscheinlich schon benutzt. Julie hat wahrscheinlich einfach gesagt, ah, whatever. Sakuri als Trapper war relativ klar, dass kein Evil Gaster drin ist, sonst wäre Sakuri schon lange tot. Leiche liegt oben an Simon Says. Genau da, wo der Teleporter ist. Haben schon noch eine Chance, haben sie noch. Wird aber schwer, weil Terste neutral ist. Also Terste war mir nachgeportet. In Cafeteria von oben aus. Ihr wart beide oben? Wir waren beide in Reactor. Ich bin vom Reactor über den Teleport nach unten gegangen, bin dann hinter die Schüssel gelaufen, als Light ausgegangen ist, weil ich nicht umgebracht werden wollte und ich verfolgt wurde im gleichen Moment. Also das war alles während Lights out. Ihr habt euch zu dem Zeitpunkt gesehen? Wo Light out war, ich habe auf jeden Fall gesehen, dass Terste mir nachgeportet ist. Er kann aber, wenn die Leiche da oben schon länger gelegen hat und die in dem Moment mit dem Reaktor war, auch die Person umgebracht Terste, haben und sich dann geportet haben. Terste, du bist als zweites geportet? Ja. Aber das ist Terste wird nicht gekillt haben. Nein, Terste hat nicht gekillt. Aber wie kann dann Terste Terste aus Office dann rausgekommen sein und Lichter gefixt haben? Terste hat nicht gekillt. Das war Lights out. Dann bin ich hinter die Schüssel gelaufen und Lights wurde ja dann ungefähr, was weiß ich, 10 Sekunden später gefixt. Das kann auch Terste gewesen sein. Okay. Habt ihr zu dem Zeitpunkt Terste Items, habt ihr, ich weiß nicht, habe ich Shy reported? Habt ihr Shy gesehen? Ich weiß nicht, wen ich reportet habe. Ich kann aber auch nicht rausnehmen. Du hast Sakuri reportet. Entschuldigung. Habt ihr nicht gesehen, ne? Also ich habe aber jetzt gerade am Ende ja theoretisch Smaggy und dich gesehen. Ja, genau. Und Julie ist immer noch möglich für den allerersten Kill, also für den zweiten, Y unten links. Ich meine, wir können hier komplett eingekauft sein, aber Terste hätte einen Moment gehabt, wo ich ihn nicht gesehen hatte, hat aber danach Leid gekriegt. Nein, Terste wird nicht killen können. Nee. Also ja, entweder denke, seid ihr dann hier ein Hackmeck-Team oder. Nein, wir sind kein Team. Terste ich kann ist für mich safe in Not. Ja, dann, wenn du das so sagst, bleibt ja nur noch eine Person. Ja. Es müsste Julie sein. Ja, nein, ich bin's doch eben nicht. Du ich glaube, eher Items hat Julie. Nein, wenn du wenn du als zweites gepostet bist, also kann nicht das, Items gewesen sein. Ich wollte hier Items. Terste, ich glaube, du hast jetzt verloren. Ja. Terste, das wird dein letzter gewesen sein. Und ich glaube, damit ist aber die Runde zu Ende. Nein! Terste, du bist mir hinterhergelaufen bis zum Table. Und der Trapper hat gesagt, es gibt einen Arsonist. Deswegen war es mir so wichtig zu wissen, wer von euch zuerst geportet ist, weil Terste nicht gekillt haben kann. Alleine ja. gemacht? Terste! Ich hab's nicht gemacht. Ja, war die gerade mal direkt am Anfang weg. Also ich war immer in 10 Leuten nicht. Ich hab euch echt null verdächtigt. Aber hast du da im Reaktor gekippt? Aber ja, alle Kills gemacht. Ich hab alle Kills gemacht. Maggie, dass du es warst, hätte ich nicht gedacht. Erst am Ende, als wir Terste halt voten wollten. So, und oder Items in dem Fall. Und es ist nie einer rausgeflogen. Nee, also dein Mate hat deinen Lawyer direkt in der ersten Runde umgebracht.
Also als First Kill. Es tut mir leid. Das war schade, ja. Joshi, wie lange warst du jetzt tot? 35 Minuten? Gut gemacht. Ja, ich glaube tatsächlich ungefähr 35 Minuten. Also ich hätte in der Zeit doch easy noch einkaufen gehen können. Ich hatte gedacht, es ist schon nach dem Guest zu Ende. Ja, ich musste gessen, weil du und Jeff, ihr habt euch die ganze Zeit gegenseitig irgendwie ein bisschen befeuert. Und ich dachte mir, wenn wir jetzt einen von beiden voten, ist es falsch und es ist vorbei. Ja. So. Nee, es war schon für zwei Kills waren es andauernd Jeff und du. Ja, ich war der Schorpel. Smaggy war halt überhaupt nicht sass. Smaggy hat mich halt gebissen und dann bin ich halt in Dekon gestorben. Ich bin so richtig. Ich war nur so ein bisschen sass, weil Smaggy auf einmal sagt so, ich kann Dalu rausnehmen für alles. Er sagt überhaupt nicht dazu, warum. Ja, ich weiß ja, dass er Portalmaker ist und deshalb habe ich... Ja, aber dann sagt man das ja. Also, nein, aber du, wir wussten doch, wir hatten Trickster und nicht unbedingt einen anderen, wenn Jeff lügt und Evil Guesser ist. Der Trapper hat sich ja schon gecallt. Genau, dass wir einen Trapper haben, war drinne. Der Vulture wurde gecallt, der ist auch easy to guess. So, dann und wenn ich als Portalmaker aufgewesen wäre, hätte man drei Leute vielleicht rausnehmen können. Ja, das stimmt. Aber der Kill war perfekt, eigentlich perfektes Timing da mit Chili. Bist du wirklich auch? Ja, anscheinend. Ich hatte auch wirklich keinen auf dem Schirm. Und ich hab da. Ja, ich auch nicht. Komplett lost.